Zum Glück war das gerade nur die Qualifikation. Sonst lägen wir jetzt deutlich hinten. Sehr sauberer Sprung. Was? Nur zweimal die 20? Also das geht noch besser. Dagegen kommt er nicht. Es könnte sogar sein, dass wir mit so einem Sprung den jetzt nochmal schlagen können. Mal gucken, ob ich nochmal sowas hinkrieg. Nee. Oh, das wird sogar sehr knapp. Nein! Um 1,1 Punkte. Aber egal, wir haben den Nachwuchs-Eurocup gewonnen. Vielleicht bekommen wir jetzt nochmal Erfahrungspunkte. Und nochmal viel mehr Geld. Ich glaube, ich lasse den Teamplay Cup ausfallen. Ja, den lasse ich aus. Den lasse ich ausfallen. Das ist nämlich der langweiligste, weil mit der Nation schafft man das nie nach vorne. Also die letzten zwei Springen für dieses so. Danach geht's weiter. Relativ guter Sprung sogar. 77,7 Punkte. Tja, und der springt der heute direkt wieder 88 raus. Ich glaube, der will mich wohl veräppeln. Dafür einen richtig guten Absprung. Und eine gute Landung. Tja, so können wir auch so viele Punkte holen. Sogar noch mehr. Och Mann, warum heute immer so viele Punkte? Das waren jetzt fast 100. Komm. Aha. Deutlich besser. 104,2 Punkte. Und damit kann ich eigentlich springen auch ausfallen lassen. Aber das mache ich jetzt noch. Dum, 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 dum. Ich habe gerade die Melodie aus dem Hintergrund nachgemacht. Aber eigentlich ist das Spiel ganz okay von der Grafik her. Dafür, dass es von 2006 ist. Ui. Ziemlich viel Wind. Auf einer sehr, sehr kleinen Schanze. Ha, guter Sprung. Hundertzwei Punkte. Oh, da kommt er nicht ran. Tja, aber dafür heute jetzt wieder über 100 Punkte. Auf jeden Fall sind wir schon in der nächsten Saison eigentlich. Oh, gestürzt eigentlich. Ich sehe da jetzt gestürzt, deswegen werden wir es nicht gewinnen können. Ja, trotzdem haben wir die Meisterschaft gewonnen.
am Anfang sehr schlecht aussah, habe ich mich gut reingesteigert. Jetzt wird die Saison beendet. Teamplay Cup als Achter beendet. Juhu. Jetzt geht natürlich weiter. So, jetzt geht's in die Amateurliga. Und da gibt es den Amateur-Weltpokal mit 14 Springen, den RTL Mix Cup mit 4 Springen, die 49 Games Tournee mit 5 Springen und den Nations Cup Amateur mit 4 Springen. Dann nehme ich natürlich meinen eigenen Springer. Ihr kleiner Neffe ist glücklich, sie auch. Die Spielbahn Lädenreit Bach 4 for Kids bietet ihnen einen Sponsorenvertrag über 665 und einen großzügigen Einkaufsgutschein. Nachverhandeln mal. Oh, das war jetzt dumm von mir. Jetzt bekommen wir weniger Geld. Nein, ich will nicht automatisch wachsen. Ich will einen Wachsmeister holen. Ich hole wieder den. So. Trainer. Aber jetzt sieht man auch, dass Trainer teurer geworden sind. Hier ist der hier der Beste. Welchen Trainer nehme ich denn? Ich nehme den hier. Ist zwar nicht der Beste, aber ist okay. Ich habe ihn direkt in den ersten Wettkampf nach Oberstdorf. Ja, relativ gute Landung. 107 Punkte. Gucken, und jetzt kommen die anderen schon viel näher ran an mich. Weil die jetzt auch besser springen. Es sind natürlich auch andere Gegner. Aber die Deutschen sind noch viel weiter vorne in der Saison. Schlechte Landung. Aber einen neuen Weitenrekord aufgestellt. Tja, tja, tja. Aber ich muss viel mehr Punkte sammeln mit dem Sprung. Komm. Und wieder einen neuen Weltenrekord aufgestellt. Mit 98,5 und neue Bestwertung mit 133,5 Punkten. Plus, es reicht nicht zum Gewinnen. Nee. Dritter Platz. Aber sehr, sehr viele Punkte. Ich bin aufgestiegen. Neue Stufe. Ja, wieder ein Besuch bei der Großmutter. Ich weiß, ich weiß. Warte, ich guck noch mal, wie viel die jetzt kosten. Ich nehme mal. Ach, ich nehme jetzt. Nein, den nicht. Ich nehme den hier. Weil der hier ist relativ gut. Und jetzt geht's nach Liberec. Weltpokal nach Tschechien. Und wenn wir es diesmal schaffen, auf den ersten Platz zu kommen, einen guten Absprung hatten wir, aber eine schlechte Landung. Damit würden wir nicht Erster werden. Doch in der Qualifikation schon, bloß im Springen nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich springe immer noch so wie vorhin. Der Qualifikation.